dann probieren wir es mal. Wenn es nicht so gut läuft, dann mache ich Option. 55. Probieren wir es mal so, oder? Man muss es ja erstmal so ein bisschen eingruden. Nach so vielen Jahren. Ich sage, die letzte Formel 1 war ja 2015, ist ja auch auf meinem YouTube-Kanal zu sehen. Vielleicht tue ich es unten in die Videobeschreibung. Wenn nicht, könnt ihr einfach das eingehen, dann findet ihr es schon. Wollen wir mal dieses Qualifying starten? Dann ist auch das allererste Rennen nicht mehr allzu weit. Wir beginnen jeden Moment mit der heutigen Qualifying Session hier in Melbourne beim Grand Prix von Australien. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. Gut. Gehen wir mal zur Strecke. Können keine fliegende Runde machen. Sobald das Auto die Boxengasse verlassen hat, treten die Parkfermé-Regeln in Kraft. Es können während der verbleibenden Qualifying-Session nur Anpassungen an Frontflügel und Änderungen am Benzinstand durchgeführt werden. Okay. Ah, doch, eine fliegende Runde, sehr gut. Dann wollen wir mal direkt eine hervorragende Runde rausholen. Also man merkt hier, glaube ich, schon einen starken Unterschied zu den GP2 Wagen, die sind schon schneller. Deshalb ist leider bei den drei Rennen, die wir gemacht haben, vorhin nicht unbedingt auf die km/h-Anzeige geschaut, aber ich denke schon, dass das nicht so schlecht war. Also zwar nicht so langsam, aber auch nicht so schnell wie das hier. Sollten wir uns irgendwann ein bisschen mehr eingewöhnen, hab's ja gesagt, kann man noch mehr machen in Richtung Einstellung etc. Aber erst einmal gewöhnen hier daran. Ich habe auf jeden Fall Bock, diese Karriere komplett durchzuführen. Bis zur Weltmeisterschaft und auch was anderes zu machen, ne? Auch wenn mal neue Teile rauskommen, also 2020. Da habe ich auf jeden Fall Lust zu. Ob es am Ende so kommen wird, weiß ich nicht, aber würde ich gern tun. Na, ja, da wurde gerade Weber gezeigt, unser Kollege von der GP2. Oder Weber. Der, glaube ich, bei Ferrari fährt, wenn ich mich das gerade richtig sehe. Cool. Eine Runde nur. Ja, gut. Dritter. Aber scheint okay zu sein, wenn wir jetzt so einen dritten Platz holen. Witzbold. Stimmt, ich habe mal in den Einstellungen eingestellt, wie man Spitzname sein soll. Der Witzbold. Okay. Ich finde es gerade nur ein bisschen blöd, dass auch die ganzen anderen großen Fahrer weg sind, ne? Hm. Ey, ich habe doch... Habe ich eingestellt, mit wem ich fahren will? Ich dachte, wenn ich es ersetze. Ich wollte eigentlich mit Hamilton fahren. Aber gut, dann fahre ich halt mit Bottas. Ferrari, Red Bull Racing. Naja gut, ist halt so. Ne? Macht nichts. Ist es ja eine Karriere. Also jetzt nicht das Echte. Ein Johannes Sento ist ja auch nicht in der Formel 1. Von daher. Ja. Sie haben nicht viel Zeit im Training verbracht. Schonen Sie das Auto für das Rennen? Eine erstklassige Leistung Ihres alten Formel 2 Teamkameraden im heutigen Qualifying. Ruf gestiegen. Sehr gut. Das Qualifying ist zu Ende und Devin
steht an der Spitze der Startaufstellung. Klasse, das war dann alles. Dankeschön. Wieder nur 3 Fragen. Ich dachte, vielleicht gibt es mal auch wieder ein bisschen mehr Fragen, aber gut, dann halt nicht. Ich denke, 55% scheint erstmal okay zu sein. Probieren wir es mal aus. Dass man jetzt aber wirklich von 0 auf 100% jeden Prozentpunkt umstellen kann. Interessant. Dann kann man halt noch besser gucken, wie es zu einem passt. Ne? Unser Ziel war ja Platz 2. Aber wir haben einen dritten. Naja. Waren trotzdem vor Bottas. Also alles gut. Punkte 1 von 30, 2 von 30. Okay. Was ist überhaupt das hier? Ist das irgendwie der Ruf von mir bei anderen Teams oder wie? Und ich höre der Ruf, das hört deren Interesse an mich oder so? Kann ja gerne mal jemand in die Kommentare schreiben, weil ich weiß es leider nicht so genau. Ja, alles gut. Simulieren? Warum sollten wir das denn simulieren? Die Session. Das ist ja das, worauf wir hinausarbeiten. Das, was wir wollen. Neue Fahrer, neue Autos, eine neue Formel 1 Saison. Aber es ist immer noch der gute alte Albert Park, den wir nun schon seit über 2 Jahrzehnten kennen, in dem die erste Runde einer Meisterschaft über 21 Rennen stattfinden wird und die uns von hier in Melbourne, Australien, über den ganzen Globus bis hin zum Saisonfinale auf dem Yas Island Circuit in Abu Dhabi führen wird. Die Strecke in Melbourne ist wirklich ernst zu nehmen. Durch die Kombination aus rutschigen Oberflächen und schwierigen Kurven werden Überholmanöver um einiges heikler. Eigentlich funktioniert es nur in den DRS-Zonen oder halt, wenn der Gegner vorher einen Fehler macht. Dieses Jahr hat der Sport viele Änderungen zu verbuchen. Regeln wurden überarbeitet, es gibt eine neue Reifenmischung und natürlich hat sich auch bei den Fahrzeugherstellern einiges getan. In der neuen Saison kehrt Alfa Romeo zur Formel 1 zurück und das Team Force India der letzten Saison zeigt sich unter dem neuen Namen Racing Point. Ich führe Sie durch die Action der Formel 1 Saison 2019 und an meiner Seite darf ich Michael Zimmerer begrüßen. Schön, dass du bei uns bist. Danke, Heiko. Es ist immer eine Freude, hier zu sein. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. Das letzte Jahr hat Mercedes seinen 5. Konstrukteursmeistertitel in Folge geholt. Und das, obwohl es zu Beginn der Saison ein wirklich haariges Kopf-an-Kopf-Rennen mit Ferrari gab. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr einen spannenderen Wettkampf erleben, der erst im allerletzten Rennen in Abu Dhabi entschieden wird. Eine weitere Sache, die wir unbedingt im Auge behalten sollten, ist die Performance von Red Bull, die dieses Jahr zu Honda als Motorenlieferant gewechselt haben. Es bleibt abzuwarten, was das für ihre Performance und ihre Zuverlässigkeit bedeutet. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lukas Weber startet von der Pole Position vor Devin Butler, der vom P2 starten wird. Im Rest der Startaufstellung haben wir der Witzbold, Bottas, Sebastian Vettel und Verstappen, Sainz Junior, Raikkonen, Magnussen und Lando Norris, Quert, Gasly, Nico Hülkenberg und Perez, Grosjean, Stroll, Antonio Giovinazzi und George Russell, Ricciardo und Robert Kubica belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Also wollen wir mal. Davor noch kurz ein paar Schlückele genommen, damit wir auch fit sind. Bis zur ersten Kurve. Fahr so sauber wie möglich. Wir müssen nicht gleich am Start unnötig Plätze verlieren. Machen wir uns die Fehler. So, Einführungsrunde. Machen wir. Versuche einmal in jeden Gang zu schalten. Wir müssen vor dem Start sicher gehen, dass die Kupplung funktioniert. Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betrieb. Hoppala. Bitte vorbeifahren. Oh. Aus Einführungsrunde entfernen, dann ja schnell. Ich glaube, das können wir für uns vielleicht in Zukunft starten, wenn das irgendwo geht. Einführungsrunde überspringen. Machen wir vielleicht in der Zukunft auch lieber.
Okay, los geht's. Und nicht mal vielleicht ohne so... Oh. Bottas. Schnell ist er denn jetzt gerade unterwegs? Direkt zwei Plätze verloren? So, jetzt schön in Ruhe fahren. Die ersten Runden. Gut überstehen. In Ruhe fahren, aber direkt erstmal zwei Autos überholen. So, Vierter. Das ist schon mal besser. Also aufs Podium würde ich schon sehr gerne kommen. Aber nicht, wenn wir so Fehler machen, natürlich. Nee. Ja, sorry, aber... Neu. Neue Strategie. Wie mache ich das denn? Strategie ändern. Strategie ändern. Muss ich, glaube ich, noch einstellen, dass man mit dem Mikrofon was machen kann. Geht gerade ja auch nicht so gut, wenn man hier fährt. Hä? Was? Ach, nee, ne? Das ist jetzt natürlich super. Oh, wow. Das ist wirklich unnötig wieder von mir. Wir machen es uns unnötig wirklich schwieriger. Mach mal auf Fett. Benzin gemischt, damit wir ein bisschen hier einholen können. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Okay. Das heißt kein Boxenstopp mehr, wenn ich das richtig verstehe. Ich muss jetzt so wieder ein bisschen reinkommen in den ganzen Benzin gemischen. Und vor allem in den verschiedenen Reifen, die es gibt. Früher kann ich mich da gut aus, aber jetzt muss ich sowieso erstmal gucken, wie das Menü hier funktioniert. Und sowieso. Alles. Vor allen Dingen auch, wenn ich, wie ich die Strategie meines Teams annehme oder es beibehalte. Aber ich denke mal, jetzt wo wir so ein freies Feld vorne haben, können wir auf jeden Fall mal auf Fett fahren. Und dann hoffentlich ein bisschen einholen. Ich finde schon, dass es ein Fehler war von Sebastian Vettel. Weil wir haben zwar einen Fehler gemacht, aber da musste ich auch ein bisschen aufpassen, oder? Ich hatte da jetzt auch nicht viel Platz, um auszuweichen oder ihm Platz zu machen. Vor allem, das ging alles so schnell. Da waren wir sowieso zu schnell. Aber macht nichts. Das erste Rennen. Mal gucken. Okay, also wenn wir eine Sekunde hinter dem Auto vor uns sind. In der Zone, schon klar. Wir sind 20 Sekunden hinter Kubica. Also noch einiges aufzuholen, aber die müssen ja auch noch alle in die Box, natürlich, ne? Nur wenn die keine Frontflügel wechseln müssen, das dauert ja immer ein bisschen mehr. Ein paar Sekunden.
Ich meine, einige Runden können wir noch locker machen auf Fett. Ach schon, 17,8 Sekunden. Eine Menge aufgeholt. Ja, ich will zumindest in die Top 10 da ein paar Punkte zu holen, klar. Mit 0 Punkten in der Saison starten ist jetzt auch nicht so toll. Bin ich auch mal gespannt, wann die Leute da vor uns alle in die Box fahren. Kann ich schwer beurteilen. Oh, hatten wir den ersten Sektor in Bestzeit absolviert. Sehr schön. Aber ich sehe, wir können eine Menge Runden auf Fett fahren. Ohne Probleme. Gut, den 20. werden wir auf jeden Fall überholen, auch wenn Andy Boxfahrt fährt, dann sowieso. Meine beste Runde ist 1,29,9. Vielleicht schaffen wir jetzt eine noch bessere Runde. Sieht zumindest gut aus. Nein. Okay. Da haben wir wohl die letzten beiden Sektoren nicht so perfekt gefahren. Da sind die nicht so perfekt gefahren. Oder zumindest einen von den letzten beiden. Oh, da sehe ich schon zwei. Hatten die gerade einen Unfall oder wie? Ich meine, die standen gerade auf der Minimap, oder? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Was natürlich blöd wäre, wenn keiner von denen mehr in die Box fährt oder allgemein nicht in die Box fahren muss. Aber ich denke mal, dass das ja natürlich angepasst ist, ne? Weil wir ja nur auf ein Viertel Distanz fahren, 25% Renndistanz, sollten die das ja auch anpassen. Alle anderen wären ein bisschen unfair. Machst einen Boxenstopp oder hast schon verloren? Noch knapp über 6 Sekunden. Ich würde mir wirklich wünschen, dass die in die Box fahren, damit ich die jetzt nicht unbedingt überholen muss. Weil bei mir ist das ja nicht unbedingt immer auf die fairste Weise gelöst. Achtung, Achtung!
Was ist denn los? Oh. Dankeschön fürs zur Seite fahren. Von Russell. Na wohl, ein technischer Fehler, denke ich mal. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,3 Sekunden. Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus. Ich werde nicht neu starten. Ich habe einen Fehler gemacht. Also war es das auch. Super. Nicht so wie geplant. Ein kleiner Fehler und schon bist du draußen. Da muss man wirklich aufpassen. Bei der Formel 1. Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos lag. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Wieder einmal eine hervorragende Leistung von Ferrari beim heutigen Grand Prix. Ferrari ist sicherlich ein Team, das weiß, was es da draußen zu tun hat. Naja, das war jetzt nicht so wie ihr wollt. Top 10 knapp verpasst. Daniel Ricciardo hat mich heute definitiv beeindruckt mit seiner unglaublichen Leistung. Also von den schnellsten Runden sind wir schon unter den Top 5, 6. Also Stefan, damit endet ein weiteres. Dann probieren wir es mal in der zweiten Runde etwas besser. Erstmal meinen Glückwunsch. Das muss sehr aufregend sein. Wie finden Sie es, dass Ihr alter Formel 2 Teamkollege heute auf dem Podest steht? Dieser Crash sah ziemlich heftig aus. Was genau ist da passiert? Klasse, das war dann alles. Der ärgert mich. Ich war doch eigentlich gut drauf, also vom letzten Platz, sondern vom 19. Platz aus, ja. Gut, das hat auf jeden Fall, denke ich mal, Bottas gewonnen. Was ist das denn hier? Denk mal meinen Ruf, ne? Oh. Ah, oder meinen Respekt, keine Ahnung. Was bitte war das für eine Leistung? Wir fahren doch hier nicht Autoscooter auf dem Rummel. Deine Ergebnisse zählen, also streng dich lieber an. Viel mehr solcher Rennen können wir uns nicht leisten. Sieht aus, ist ja gut. Einer deiner Rivalen auch an einem historischen Event teilnehmen. Wenn du es mit ihm aufnimmst, kannst du dir vielleicht einen Namen machen. Du bist nicht der einzige Fahrer, der von der Presse verfolgt wird. E-Mails, wie ich dir gerade eine geschickt habe, geben dir einen Einblick, wie deine ehemaligen Formel-2-Rivalen mit der Presse umgehen. Und natürlich auch diesmal wieder ein Dankeschön an den guten Sammy Leinchen für die Kanalmitgliedschaft, die er mit 4,99 € an mich versüßt. Vielen Dank, dass er mich damit unterstützt. Wäre auch interessant. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link, da unten. Oder einfach auf der Kanalseite auf Mitglied werden drücken. Alles andere erklärt sich von selbst. Kennt ihr vielleicht auch schon von anderen YouTube-Kanäle, wo man das auch machen kann. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.